Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 auf Aachen. Ich wollte eigentlich von Anfang bis Ende das Ganze durchziehen auf dieser Strecke. Es hat aber nicht funktioniert, weil ich die erste Aufnahme in die Tonne kloppen musste. Denn der Ton hat wieder nicht hingehauen. Es klang wieder, wie es mal einer in die Kommentare geschrieben hat, als wenn ich durch ein Blechrohr spreche. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also irgendwie, da zeigt man an, Kodira überlastet und so eine Sachen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber gut. Das sollte jetzt hier aber in OMSI 2 nicht der Fall sein, also... Ich verstehe die Ansage nicht, wenn sie da hinten so rummeckern mit mir. Weil es leckt das Spiel sowieso, da verstehe ich sowieso nichts. So. Genau. Da will einer aussteigen. Das Add-on Aachen wurde mir netterweise von Aerosoft oder Aerosoft zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja. Jetzt nach links sagt er. Gut, das kriegen wir hin. Nach links fahren kann ich. Was mir jetzt hier nicht so gefällt an dem Addon oder an der Karte, besser gesagt, die Ampeln. Ich finde, die sehen irgendwie komisch aus. Aber ansonsten, so von der Gestaltung her, gefällt mir das ganz gut. Ich denke mal, wir werden das sowieso gleich nochmal ein bisschen besser sehen, da wir jetzt hier gerade im relativ guten Stadtbereich sind. Und da denke ich mal, werden wir das Ganze ganz gut sehen. Oh, was habe ich mit meiner Stimme? Mal laut, mal leise irgendwie? Also, na gut. Länger keine Moderation mehr gemacht, das ist das. Genau, Hallöchen, hallo, guten Tag. Eine Karte für eine Kurzstrecke, yo, das müsste das hier sein. Ich bin mir aber gar nicht ganz sicher. Achso, Restgeld kriegt sie nicht, okay. Man sollte nicht die Haltestellenbremse drin lassen, wenn man losfahren will, das ist nicht ganz clever. Schlossstraße. Ja, piep du mal hier schön feuchtfröhlich weiter. Das macht überhaupt nichts. Sehr interessant fand ich übrigens auch, als ich mir jetzt neulich eine Doku über dieses Addon angesehen habe. Oder eine Reportage, irgendwie, wie man es nennen will. Und dann tatsächlich mal erklärt wurde, wie das Ganze entstanden ist. Und dann waren es wohl irgendwie so zwei Studenten, die diese Strecke täglich fahren. Und die haben das Ganze dann fotografiert und Sound genommen. Direkt auch in Partnerschaft mit dieser Verkehrsgesellschaft. Also fand ich wirklich sehr cool. Aber dann verstehe ich nicht ganz, warum die nicht noch die Lizenz hier von Mercedes gekriegt haben. Denn es ist ja definitiv Mercedes-Bus. Also ich glaube, da hat es irgendwo nicht ganz hingehauen. Also die durften zwar den Mercedes-Bus an sich fotografieren und so, aber... Ja, mehr auch nicht. Ach, passt nicht, ne? Dann mach, dass du jetzt wegkommst. Zack. Normaluhr. Normaluhr. Haltestellennamen, da weiß ich nicht, also da überlege ich wirklich, das soll echt sein, aber scheinbar ja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dieser Karte haltet. Ich finde die relativ schön, sofern ich ja auch wenig Fehler machen kann, was so Unfälle angeht. Weil es hier relativ einfach ist. Und dann wollte ich noch demnächst noch eine Folge OMSI 2 aufnehmen, aber auf einer anderen Karte. Und zwar hatte ich mir überlegt, ich nehme dann noch auf Bremen Nord auf, so heißt das Ganze.
kennt ihr vielleicht auch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Karte so findet, und dann würde ich sagen, bewerte ich das Ganze mal aus meiner Sicht. Denn ich habe da manchmal so eine kleine andere Sichtweise als viele andere, so aus der OMSI-Community, sag ich mal. Ich finde vieles schön, ich finde auch teilweise Gladbeck schön. Muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich glaube, da könnte mich manch ein anderer für erschlagen. Und was sind denn das für Geräusche hier die ganze Zeit? Okay. Deswegen spart euch da mal die Kommentare, Gladbeck ist doch doof, wie kannst du das mögen? Ich mag es teilweise. Ich mag jetzt auch nicht 100% Gladbeck. Ich könnte jetzt auch nicht täglich und nur drauf fahren, das wäre jetzt auch zu langweilig. Aber mal finde ich das ganz schön. Was hat der für ein Problem? Soll der so schwarz sein oder fehlt da irgendwie schnell in der Textur? Ja. Das ist immer so ein Problem bei OMSI 2. Ich weiß immer nicht, ob da eine Textur fehlt oder ob das so sein soll. Naja. Och nö, nicht schon wieder Haltewunsch. Ich wollte mal die nächste Haltestelle durchknallen. Also durchfahren, sonst heißt es dann gleich. Naja. Gut, lassen wir mal so. War noch ein bisschen weiter und ich wäre zu weit gefahren, glaube ich. Ich guck mal in den Spiegel. Na, der hilft einem natürlich wunderbar weiter. Hier habe ich auch keinen, der einem weiter. Oh. Na doch, man darf ja. Solange wie nicht das erste Rad, glaube ich, draufsteht auf dem Streifen, ist alles gut. Meines Wissens nach. Verbessere mich in den Kommentaren, wenn es falsch ist. Genau. Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Haltestelle, die ich jetzt anfahre in dieser Folge. Vielleicht gibt es auch eine zweite Folge davon oder ich nehme gleich Bremen Nord auf, muss ich mal sehen. Aber ja, ich mache jetzt auch den Fahrscheinverkauf hier fertig. Da vorne Commerzbank, glaube ich, ne? Jo. Guten Tag. Okay, kein Fahrscheinverkauf. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo, würde mich sehr freuen. Und bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.